So, ich habe beim letzten Mal gesagt, dass wir ein Zeitraffer-Segment machen, aber letztendlich wurde das Highlight-Video dann doch, also es hatte eine Länge erreicht, wo ich gesagt habe, ich möchte es so lassen. Das heißt, wir machen das Zeitraffer-Segment einfach hier und jetzt. Mal gucken, wie haben wir überhaupt rausgeholt? Wir haben einfach 10, 11, 12, 13, 14, 15 Stacks Netherquarz erst, also das hier wird voll sein danach. Und wir hatten noch irgendwo Nether-Golderz, ja. Fast 4 Stacks. Ich glaube, damit fangen wir damit an? Nee, wir fangen mit dem Nether-Quarz-Erz an. Und dabei können wir vielleicht dann das Netherite-Schwert verzaubern. Mal gucken, wie lange das jetzt dauert. Nicht übel. Also minus 4 oder 5 Stacks, die wir schon vorher hatten und auch einiges an Gold. Aber das Beste ist, dass wir jetzt hoffentlich unser Neverite-Schwert auch endlich mal richtig verzaubern können. Knockback 2, Bane of Arthropods, das brauche ich nicht. Unbreaking 3. Fire Aspect Smite. Ich möchte Fire Aspect eigentlich nicht auf dem Schwert haben, weil es eigentlich. Das wird jetzt dämlich. Bane of Arthropods 4. Ich hätte es behalten sollen. Egal, ich kann es später immer noch. Knockback Fire Aspect. Eigentlich genau die Kombination, die ich nicht haben wollte. Ah, das kann noch hier rein. So, gibt es Enderman in der Gegend? Da ist eine unsichtbare Spinne. Hallo, Enderman. Komm her. Okay, jetzt teleportiert er wie blöd durch die Gegend wegen dem Fire Aspect. Ich sag dir, ich möchte es nicht haben. Ein Nilsson. Phantome. Euch wollte ich aber auch haben. Auch nicht viele von euch. Aber ihr seid der Grund, warum ich nicht schlafen gegangen bin in den letzten Tagen. Ich muss ja sagen, ich mag die Theorie, dass die Phantome tatsächlich keine richtigen Monster sind, sondern Halluzinationen vom Spieler, weil er einfach unter Schlafentzug leidet. Weil sie das erscheinen ja auch nur, wenn man lange nicht geschlafen hat. Aber das scheint es auch leider gewesen zu sein. Aber zwei Membranen, das reicht aus für 6 Slow Fawning Potions. Das heißt, einmal eine Kiste machen mit allem, was wir fürs End brauchen werden. Aber ich glaube, ich muss das Schwert wieder entzaubern. Dann gehen wir nochmal in die Mine, weil wir brauchen auf jeden Fall Obsidian. Das ist der eine Plan. Der andere ist, ich weiß nicht, vielleicht entweder das Mesa anbinden. Habe ich irgendwo ein Protection-Buch eigentlich? Protection 4, Power 4, 3. Nee, Protection 3 ist das. Last Protection, Protection 3 Sharpness. Wäre eine Überlegung. Weil wir haben ja auf unseren Leggings noch keine. Keine Dings. So,
So, was haben wir jetzt hier? Sharpness 3. Ich will auch eigentlich nicht Sharpness auf dem Schwert haben. Ich will eigentlich Smite haben, Looting, Unraking, Sweeping Edge. Die ganzen Geschichten. Wir können ja vorher nochmal kurz die Kühe züchten. Dann können wir vielleicht nochmal einen Versuch starten. So, Sharpness 3. Knockback 2, Unbreaking, naja. Das ist zwar keine Dauerlösung, aber das lassen wir mal so. So, Silk Touch ist meine Standardspitzhacke. Hatten wir in der Mine irgendwo noch, Leder sollte ich nicht mitnehmen, das ist Quatsch. Hatten wir in der Mine noch irgendwo Obsidian rumliegen? Weil wir brauchen unbedingt Obsidian für mehr Portale. Höhere Lava. Ah ja. Okay, hier ist eine Höhle. Können natürlich auch mal hier in die Höhle gehen. Das machen wir, finde ich, sowieso viel zu selten. Ich möchte mich ja auch gar nicht so sehr verlieren. Wir haben einen Grund hier zu sein. So, das nehmen wir aber alles mit. Wie tief sind wir? 15. Also vielleicht finden wir dabei sogar ein paar Diamanten. Scheiße. Da ist Lapis. Noch mehr Lapis. Okay, aber den Teil hätten wir zum Beispiel gar nicht erst entdeckt, wenn wir nicht das Obsidian weggegraben hätten. Mehr Lapis sage ich auch nicht nein zu. Wir haben einiges verbraucht, seitdem wir das letzte gefunden haben. Ich weiß auch nicht warum, aus irgendeinem Grund ist die Lapis-Textur verbuggt. Aber ich habe nicht rausfinden können, woran das liegt. Was man aber machen kann, ist, man kann mit F3 gucken, was sich unter der Lava befindet. Was wir mal hier kurz tun können. Wir sehen ja hier Looking at Block. Da ist zum Beispiel Kohle. Dann, wo habe ich gerade mein Erz gesehen? So, für manche wäre das vielleicht, würde das vielleicht die Grenze zum Cheaten schon überschreiten. Ich finde, es ist eher so ein 300 IQ-Ding. Auf die Idee muss man, finde ich, erstmal kommen, den F3-Screen zu benutzen und dann unter der Lava nach Sachen zu suchen. Und ich finde, so viel bringt es auch nicht. Das ist sehr situationsbedingt und da muss man auch dran denken, dass man es macht. So, 3,5 Stacks. Ich glaube, das ist vorläufig genug. So, wir hinterlassen mal ein paar Sachen hier. Insbesondere halt einen Weg nach oben. Ich finde sowieso, dass ich Leitern viel zu selten verwende. So, was ich mir jetzt nicht mehr sicher bin, ist, ob wir noch Sandstein haben. Aber ich habe mir extra ein paar Screenshots ausgedruckt, damit ich nicht ständig die Welt wechseln muss, sondern direkt einen Referenz habe, an der ich mich orientieren kann.
Irgendwas habe ich falsch gemacht, aber ich erkenne noch nicht was. Oder? Doch, ich glaube, doch, ist richtig. Das ist, doch, ist richtig. Weil so. So. Dann kommt das nämlich weg. Dann habe ich es hier falsch gehabt. Ob das langfristig so bleibt, ist halt auch nochmal die Frage. Also falls uns irgendwas Besseres einfällt, können wir das natürlich auch immer noch ändern. Also es ist, soweit ich das beurteilen kann, richtig. Es sieht irgendwie noch nicht richtig aus. Aber das ist halt praktisch so mein, wie soll ich sagen, das baue ich praktisch, habe ich mir in den letzten Welten praktisch angeeignet, dass ich das hier um jedes Portal rumbaue, aber aus unterschiedlichen Blöcken, je nachdem, wo halt das Gegenstück in der Oberwelt ist. Also ich will das jetzt aus Sandstein, weil ein Wüstentempel auf der anderen Seite ist. Wenn jetzt auf der anderen Seite ein Ozeanmonument wäre, würde ich es aus Prismarin bauen. Lichtquellen kann man tatsächlich auch dabei einarbeiten. Aber ich wüsste hier noch nicht, welche passen. Vielleicht Shroomlights? Müsste man dann aber erstmal farmen. Aber ich glaube, Knochenmehl und... Ich glaube, wir haben sogar die nötigen Dinge, um Shroomlights farmen zu können. Hier bei dieser Bauweise ist halt leider nur das Problem, man braucht Blöcke, die man zu Slabs und zu Stufen machen kann. Weil ich meine, klar, man könnte theoretisch auch normale Blöcke nehmen. Ich habe auch schon mal für die Wände Eisenblöcke genommen, einfach weil ich signalisieren wollte, dass am Spawn halt auch die Eisenfarm war. Aber man kann halt keine ganzen Blöcke hier als Boden nehmen, sonst spawnen hier halt Gegner. Und genau das möchte ich halt gerade direkt um ein Portal herum eigentlich nicht haben. Die Crimson hat sich ausgebreitet. Müsste ich auch eigentlich nochmal spielen. Da ist ja auch das neue Update von einer Weile rausgekommen. So, aber eigentlich wollte ich gar nicht den Nether erkunden, sondern ich wollte gucken, dass ich das, den Spinnenspawner angebunden kriege. Dass man dahin schnell reisen kann, vielleicht sich mal überlegen kann, da eine Mine einzurichten. Aber dazu müssen wir natürlich erstmal einen Ort finden auf der anderen Seite, wo wir ein Portal bauen können. Und die Koordinaten ermitteln. So, ich möchte nicht unbedingt das Bett direkt daneben haben, wo die Spinnen sind. Weil ich sonst nicht schlafen kann. Ich möchte auch nicht das Portal zu nah an der Oberfläche haben, wenn man sonst die Partikel sieht. Das heißt, hier kommt wieder das Problem, dass man aus Terrakotta keine Stufen machen kann. Das heißt, egal was ich hier mache, es sieht doof aus. Weil, machen Sie einfach mal, wir können das Portal ja immer noch später versetzen. Sagen wir es nicht, aber weit versetzen. So, minus 222. Die besonderen Koordinate brauche ich eigentlich nicht. Jetzt muss ich die einfach mal beide durch 8 teilen. Man sollte nicht versehentlich den Nummernblock ausschalten. So, finden wir raus, ob es funktioniert hat. Yep. Das heißt, man könnte darüber nachdenken, hier eine Mine einzurichten und hätte dann relativ schnell einen Weg zurück.
noch dazu auch noch relativ sicher dafür, dass es durch den Nether führt. Das ist das Doofe am Nether. Man kann sich also hier durchzunavigieren und dabei auch noch irgendwie was Sinnvolles zu finden, finde ich kaum möglich. Ganz ehrlich, also ich glaube, langsam braucht man eigentlich schon fast ein Item, mit dem man Festungen aufspüren kann. Oder, was natürlich auch total gut passen würde, man kann ja sowieso schon mit den Piglins handeln, wenn die gelegentlich halt Karten hergeben würden, wo Bastions und Strongholds eingezeichnet sind. Was natürlich auch mal probieren könnte, wäre ein Metaportal zum Spawn hinzubauen. Aber das Portal würde ich halt auch eigentlich erst platzieren wollen, wenn man mal weiß, also ich möchte am Spawn halt meine Eisenfarm später bauen. Und da möchte ich halt gucken, dass ich dann halt auch halbwegs weiß, wo ich rauskomme, wenn ich aus dem End wiederkomme. Nee, hier geht's nicht lang. Ich meine, ich könnte mich durchgraben, aber ich möchte mich halt nicht ziellos durchgraben eigentlich. Wenn ich mich irgendwo durchgrabe, dann möchte ich auch wissen, wo ich hingehe dann. Das führt auch nirgendwo hin. Was ich halt eigentlich nicht in der Hardcore-Welt machen wollen würde, wäre halt so Sachen wie Biome Finder oder Slash Locate machen zu wissen. Also darauf möchte ich eigentlich nicht zurückgreifen, aber ohne Nether-Festung kommen wir halt auch nicht weiter. Also wir können ohne Nether-Festung nicht ins End. Dementsprechend kein Elytra und dementsprechend möchte ich dann halt auch keine anderen Projekte anfangen, weil Elytra, wenn ich irgendwo sterben werde, werde ich wahrscheinlich im End sterben. Gut, die neuen Nether-Sachen sind auch ziemlich scary, aber eigentlich der einzige Ort, der mir wirklich halbwegs Angst macht in Minecraft, ist das End, wenn man einfach bei einem falschen Schritt direkt in der Void landet. Was ich halt nicht mehr weiß, ob das auch noch so gilt. Es gab ja mal die Weisheit, dass man wie erst von Norden oder Süden aussuchen soll und dann nach Osten oder Westen und umgekehrt aufgrund der Art und Weise, wie Netherfestungen halt generiert werden. Also theoretisch könnte man das probieren. Ansonsten kann ich halt eigentlich nur noch hier ein wenig durchgraben, wo ich rauskomme. Gefällt mir gerade alles nicht. Ich muss mir echt was überlegen, wie wir da am besten rangehen. Ich will jetzt auch nicht sinnlos mich durch in alle möglichen Richtungen graben. Das ist nicht unbedingt meine Vorstellung von Spaß. So, nehmen wir nochmal gerade Lapis mit. Probieren wir nochmal, ob wir was hier rauskriegen. Smite 4. Knockback, Unbreak. Ja gut, Knockback ist jetzt nicht so toll, aber ist okay. Ich glaube, damit kann ich vorläufig leben. Looting hatten wir, glaube ich, noch nichts, ne? Aber Sweeping Edge. Das heißt, wir können Protection noch drauf machen. Wir können noch Mending holen. So, ich muss mir unbedingt nochmal Gedanken machen, wie wir eine Netherfestung am besten finden, beziehungsweise was wir im Nether machen können, bis wir eine finden. Und dafür muss ich mir vielleicht nochmal angucken, ob das immer noch stimmt mit dem erst nach Norden und Süden und dann nach Osten und Westen, wenn man die erste gefunden hat.
Okay, da sind wir wieder und ich habe in der letzten Woche wirklich überlegt, was wir machen. Also ich habe auch mal nachgeguckt, dass mit dem erst auf der X-Achse suchen und dann auf, wenn man eine Festung gefunden hat, die haben halt früher sich in Reifen generiert. Das heißt, man musste erst praktisch entlang der X-Achse suchen. Und sobald man eine gefunden hatte, konnte man auf der Z-Achse suchen, hat dann immer mehr Festungen gefunden. Aber das ist mit 1.16 nicht mehr so. Das heißt, wir müssen uns wirklich was überlegen, weil ich möchte auch nicht sinnlos rumgraben. Ich habe mir auf jeden Fall überlegt, dass wir einmal einen einfachen Supersmelter machen können für das ganze Netherrack, weil ich fände es recht ganz sinnvoll, ein bisschen von dem Zeug in Netherbricks umzuschmelzen. Man weiß nie, wann man das Zeug mal brauchen kann. Und auf der anderen Seite möchte ich auf jeden Fall schon mal zum Nether-Spawnpunkt, also 0-0, aber im Nether halt graben. Damit man später schon mal es leichter hat, ein Portal auf der Seite da zu platzieren, wenn man am Spawn wieder irgendwas macht. Ich brauche jetzt aber mal eben erstmal mehr Holz, weil wir brauchen mindestens 6 Kisten. So, und jetzt mal hier rauf. So, bestücken können wir das später. Aber dann können wir nämlich schon mal. So, wir sind hier bei. Okay, wir sind gar nicht so weit weg vom Spawn. Dann müssten wir dazu in die Richtung. Also, damit hätten wir schon mal zumindest später eine Möglichkeit, uns gut zum Spawn zu graben. So, wir graben einfach weiter in die Richtung. Sonst mache ich es nur unnötig kompliziert. Wir können ja mal gerade halbwegs markieren, dass hier 0-0 ist. Oh. Wir sind hier auf Höhe 85. Wir sind relativ weit oben. Vielleicht sollten wir mal einen Weg nach unten bauen. So, wir müssen jetzt echt aufpassen. Vielleicht sollten wir bevor wir hier auf Entdeckungsreise gehen, nochmal kurz die Sachen wegbringen. So, Moment. Genau, ich habe übrigens auch mal zwischendurch hier Bilderrahmen angebracht. Vielleicht sollte ich nicht meine Werkzeuge in die Bilderrahmen stecken. Das sah für den ersten Moment aus wie so ein Schiff. Okay, das ist schon mal ein ziemlich. Okay, das ist zumindest schon mal eine Bastion. Also genau das, wo ich nicht rein möchte. Aber. Die Koordinaten kann man sich zumindest mal merken. Ist das? Das ist eine. Das ist definitiv eine. Gehen wir uns gleich ansehen. Das ist definitiv eine. Hier nicht normalerweise Eingang sein. Verstehe. Okay, hier geht's weiter. Ich wollte schon sagen, das wäre sonst eine sehr kleine Festung und vor allem mindestens. Gut, es müssen keine Blaze-Spawner dabei sein. Blazes spawnen ja auch ohne Spawner. Hier ist einer.
das sollte die Spawns ein bisschen reduzieren, aber nicht komplett aufheben. Aber ich habe immer das Gefühl, die Festung ist nicht allzu riesig. Das ist keine besonders große Festung und vor allem keine Netherwarzen bis jetzt. Wobei ich gut glaube, Netherwarzen kriegen wir auch woanders. Ich glaube, Netherwarzen kriegen wir auch in der Bastion, aber es ist echt nicht besonders groß. Da stimmt doch was nicht. Die muss doch größer sein als diese zwei Gänge hier. Als ob es das schon war. Das ist echt ein bisschen lame. Ich meine, wir haben eine Festung, das heißt, wir kommen an Blazes ran. So, theoretisch könnten wir uns vielleicht von hier aus zu 0-0 durchgraben. Da müssten wir irgendwann halt auch auf den Gang stoßen, den wir gegraben haben. Aber das ist nicht cool. Sehr schön. Und dann machen wir vielleicht so. Ich glaube aber dadurch, dass es nicht so groß ist, könnte es sich vielleicht trotzdem ganz gut eignen. Als eine Art, was ich gerne mache, ist statt einer River-Skelett-Farm halt eine Arena. Am besten halt noch mit mehreren Beacons. Dass man halt da die ganze Zeit noch Stärke und Schutz und Regeneration und alles hat. Und kann dann da halt die ganzen Monster farmen. Eine Zwischenfrage. Wieso verbrennen die Blaze Rods im Feuer? Also ich finde, das könnte man vielleicht auch noch ändern. Ich meine, wenn man schon Netherite Feuer resistent macht, würde man meinen, dass die Überreste von Feuermonstern auch feuerresistent sind. Ich meine, die Blazes selber sind ja auch lavaresistent. So, die Frage ist, gehen wir uns noch gerade suchen, wo die Bastion war. Ich habe nur so eine Ahnung, dass wir wahrscheinlich sterben werden, wenn wir da reingehen. Aber ich möchte jetzt auch nicht noch eine Festung suchen müssen. So, irgendwo hier. Da. Oh fuck, das ist weit. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich da hin möchte. Wie komme ich darüber, ohne dass ich runtergeheatet werde? Wenn ich da runterfalle, bin ich sofort tot. Was ich auf jeden Fall machen sollte, ist den Gottapfel mal eben in die Hotbar zu legen. Wir holen nur ein paar Netherwarzen und verschwinden dann sofort wieder. Eine scheiß Netherwarze. Wahrscheinlich gibt es genau hier keine. In den Wohnbereichen. Ich erkenne hier nur leider keine Wohnbereiche. Sind auch keine weiteren Räume mehr. Jetzt habe ich mal zwei Gebäude hier gefunden. Und die sind irgendwie alle winzig. Ein Lodestone. Spectral Arrows. Wir gehen nochmal zur Festung. Machen wir es so. Ansonsten würde ich das mit den Netherwarzen erstmal verschieben. Und eher noch versuchen, dass wir noch erstmal an Enderperlen kommen. Eine Festung ausfindig machen und die anbinden. Mit ein bisschen Glück finden wir vielleicht dabei noch eine zweite Festung, also eine zweite Netherfestung. Oder eine Bastion.
Wobei mir eine Nitterfestung wesentlich lieber wäre. Also ich muss echt sagen, wir hatten richtig Glück, dass wir eine Festung und eine Bastion gefunden haben, aber ich hatte richtig Pech, dass wir nicht alles bekommen haben, was man auch wirklich nur da kriegt. Ich meine, wir haben jetzt wenigstens die Blaze Rods, aber wir müssen echt gucken, dass wir nochmal an Aetherwarzen kommen, weil ich gehe nicht ohne Slow Falling Potions ins End. Also allein schon, wenn die Spawn-Plattform ja irgendwo nicht auf der Insel ist, sondern irgendwo daneben, möchte ich nicht riskieren, dass ich zu lange brauche, um mich zu orientieren und mich irgendwas runterschmeißt. Aber naja, vielleicht kann ich gucken, dass ich die nächste... Wir könnten vielleicht mal mit ein paar Picklins später handeln gehen. Aber ich glaube, Netherwarzen kriegt man von denen nicht, oder? Man kriegt auf jeden Fall, glaube ich, Enderperlen von denen. Ich muss mich damit mal befassen. Ich glaube, das könnte eine relativ gute Methode sein, um Enderperlen zu bekommen. Insbesondere, weil wir noch kein Looting auf dem Schwert haben. Aber das sehen wir alles nächste Woche.